Hallöchen und willkommen zu einer neuen Folge Deponia Doomsday. Und ja, ich weiß gar nicht mehr, was wir machen müssen gerade. Das ist das Blöde, dass hier oben fehlt jetzt immer so unser Aufgabendingeling. Oh, ja, ist ja gut. Wenn er sich weiter so anstrengt, wird diese Geschichte bestimmt irgendwann ein glückliches Ende nehmen. Irgendwas musste ich machen, ne? Aber was? Wir haben eine Pfeife, wir haben Tafeleimer und Scherben. Und die liebe nette Goal, die uns sehr lieb hat. Und? Kommst du jetzt mit? Ich kann den Sinn darin nicht erkennen. War das ein Ja oder ein Nein? Ich sollte sauer auf sie sein, aber sie entwickelt immer diese niedliche Zornesfalte zwischen den Augenbrauen, wenn sie trotzig ist. Ja. Und euch? Was ist? Die Vorlesung ist vorbei. Wir wollten uns noch ein paar Notizen machen. Immerhin waren das ein paar aufregende Entdeckungen. Vielleicht sind wir sogar die ersten zeitreisenden Deponias. Träumt weiter. Die ersten sind bereits in ein paar Stunden gestartet. Vor allem in ein paar Stunden, ja, also eigentlich sind sie ja dann noch nicht gestartet und demzufolge waren sie ja doch die Ersten. Ja, so ist das nämlich. Ich weiß aber nicht mehr, was wir machen sollten. Ich gehe nochmal nach hier vorne. Ich kann halt mit der Ziege, ich bin mir ziemlich sicher, ich muss irgendwas hier mit dem Schalter machen, dass die Ziege irgendwo Bestimmtes ist. Also sie kann ja nur da oder da sein. Aber... Welcher Charakter aus der Geisterastronaut bist du? Rufus. Ja. Klingt einleuchtend. So, hier können wir soweit... Sie rauchen? Nicht mehr. Wobei ich mir an Tagen... Kann ich vielleicht in die Pfeife mit... Sie rauchen? Nee. Ist die nicht haben. Ich muss mal wieder versuchen. Ich behalte meine Sachen lieber lose, überall im Mantel verteilt. So wird der Schaden minimiert, wenn wieder einmal Feuer ausbricht. Ja. Die Idee kannst du in der Pfeife rauchen. Okay. Kann ich denn... Ich behalte meine Sachen lieber lose. Nee. Gut. Man hört ja mal. Wenigstens scheint sich sein Hutmodegeschmack allmählich zu verbessern. Ja, den Schlüssel brauchen wir. Dafür müssen wir... Was müssen wir dafür machen? Finger weg! Das ist der Schlüssel zu Juniors Labor! Da ist alles kontaminiert mit verrückten Ideen! Ja... Sie glauben also nicht an Zeit... Wie könnte ich... Und ein recht jung aussehender... Deutlich jünger... Ich jogge ja. viel... Ich weiß... Ich glaube, das kennen wir schon, oder? Ich glaube schon. Kann ich ihm... Lieber nicht. Es würde ihn nur noch mehr aufregen. Am Ende kriegt er noch einen Infarkt. Und dann muss ich mir Chronicle ganz alleine großziehen. Ja, das wäre ja schrecklich, wäre ja das, also. Das Tafelwasser ist alle. Ich weiß, es hat seit Wochen nicht geregnet. Wie soll ich jetzt nur Juniors wirre Theorien von der Tafel geschrubbt bekommen? Vielleicht muss ich einfach noch mehr schrubben. Schrubb. Schrubb. Schrubb, schrubb, schrubb. Ja, dieser Dekan ist doch sehr... McChronicle. Bitte, Herr Kollege, stören Sie ihn nicht. Er soll über seine Fehler nachdenken. Das sage ich auch immer. Aber wenn Sie das sagen, ist es viel lustiger, weil Sie nämlich Ihre eigenen Fehler verdrängen. Okay, wir gucken mal, wir kommen hier nicht hin, oder? Nee. Wir gucken mal... Bei denen hier kann ich den Scherben. Stör ihn nicht. Er muss sich. Schlägt er nicht? Hey. Willst du mal was Tolles sehen? Ja. Geht ja gar nicht. Ach Mensch, immer diese blinden Witze, ne? Die kennen wir ja schon. Willst du mal was Tolles sehen? Ja. Geht. Der Eimer? Willst du mal was? Ja. Ja, zum Hörsaal. Hier vorne können wir halt auch nichts machen, soweit. Doch können wir. Unkraut. Das muss dieser Studententabak sein, von dem Lonzo immer erzählt. Eine Pflanze, die kurioserweise hauptsächlich auf Balkonen von Studenten-WGs gedeiht.
Ja, sehr merkwürdig. Was mag das für eine Pflanze sein? Okay. Die Pflanze riecht nach Lonzos Hinterzimmer, wenn er diese Trash-Metal-Band zu Besuch hat. Ja. Unkraut. Die Pflanze riecht... Die Pflanze riecht nach Lonzos Hin... Kann ich vielleicht... Ich meine... Kann ich tatsächlich... Ah, meine alte Pfeife! Das ist genau das, was ich jetzt brauche! Ja, das glaube ich auch. Wow! Ganz schön kräftig, der Tabak! Der erinnert mich an meine Studentenzeit. Wir waren so verrückt damals. So, guck. Ist uns nicht gut bekommen. Wir haben damals mit allem herumexperimentiert. Mit Pflanzen, mit der Zeit. Aha. Und mit Frauen, natürlich. Oh. Davon will ich nichts hören. Mrs. McChronicle war eine heiße Schnitte. Ich will's nicht hören. Noch verrückter als er heute. Meiner Mutter hat das gar nicht gefallen. Sie wollte nie, dass ich studiere. Ich sollte die Werkstatt meines Vaters übernehmen. Rocco McChronicle. Er meinte, es kommt nichts Gutes dabei raus, mit der Zeit rumzuspielen. Hat mir den Hintern versohlt. Vor meiner Freundin. Und dabei war ich schon 25. Tja, und jetzt machst du dasselbe mit deinem Sohn. Das muss ja guter Stoff sein. Alter Schwede. Stört ihn doch jetzt sicher nicht mehr. Ich darf doch, oder? Ich weiß nicht. Darf ich dann auch? Klar. Okay. Gut. Psst. McChronicle! Dein Vater ist abgelenkt. Wir können los. Geh ohne mich. Er hat recht. Ich muss über meine Fehler nachdenken. Nein, hat er nicht. Es gibt Zeitanomalien. Ich weiß. Wir haben sie erzeugt und dadurch alles kaputt gemacht. Und dein Plan ist, ausgerechnet jetzt aufzugeben, wo alles am schlimmsten ist? Versteh doch, es ist immer am schlimmsten. Das hier ist keine Schleife. Es ist eine Abwärtsspirale. Aha. Ach, was ist denn heute mit dir los? Du klingst schon genauso verbohrt wie dein Vater. Na und? Er hat mit seinem Verhalten die Welt nicht an den Rand der Zerstörung gebracht. Er kann sie mit seinem Verhalten aber auch nicht retten. So noch Ach, was ist denn heute mit dir? Du klingst. Na, er kann. Kann ich ihm vielleicht. Ich hab einen Eimer. Komm schon, Mac, ich brauch deine Hilfe. Wobei, die Welt ins Verderben zu stürzen? Hast ja recht. Das schaffe ich auch ohne dich. Scherben. Komm schon, Mac. Wobei, hast ja. Das schaffe. Aber ich hab einen Schlüssel. Komm schon, Mac. Wobei, hast ja. Das schaffe ich. Okay. Wir haben jetzt jedenfalls den Schlüssel. Immer lustig, der Vogel. Den Schlüssel für sein Zimmer nehme ich mal an. Labortür. Abgeschlossen. Alles klar. Ja. Wir haben noch aber. So. Gehen wir mal rein. Oha, das sieht mir schon ein wenig komplizierter aus. Ja. Ich schätze, hierfür werde ich ausnahmsweise einmal doch Hilfe benötigen. Na Quatsch. Hilfe. Es riecht nach Feta-Käse. Ein Profi-Wissenschaftler meines Schlages benötigt keine weiteren Anhaltspunkte, um zu wissen, was nun zu tun ist. Echt? Oh, das ist ja cool. Igitte bäh, das ist ja nur Altöl. Irgendwie hatte ich flüssige Bronze erwartet. Aber können wir das in dem Eimer? So? Ja, können wir. Igitte bäh. So. Ein bisschen Öl kann nie schaden. Allerdings ist das hier deutlich mehr als ein bisschen. Ja. Hat auf jeden Fall einen Tank. Ich schätze, hierfür werde ich ausnahmsweise einmal doch helfen. Ja. Das Öl würde ich jetzt mal hier reinkippen wollen.
Ein bisschen Öl kann nie schaden. Allerdings ist das hier okay, deutlich mehr. Doch nicht. Dann doch nicht. Sonst war hier nichts. Okay. Dann gehen wir nochmal zum Hörsaal. Ah, ihr seid noch da. Natürlich, Herr Rufus. Immerhin sind wir hier einer epochemachenden Entdeckung auf der Spur. Außerdem stehen wieder Raudis mit Schrottballschlägern vorm Hörsaal. Die müssen warten. Wir machen nämlich eine Exkursion. Packt eure Sachen. Wir gehen jetzt ins Nachbargebäude. Danke, Hildebrain. Etwas deplatziert, gibt aber trotzdem ein Sternchen. Wow! Lässig. Beeindruckend, nicht wahr? Wo ist Gohl? Was ist es? Ich! Nerdbird? Ein impulsgespeister Tachyonfeldgenerator? Im Volksmund auch? Irgendjemand? Der Dicke vielleicht? Zeitportalmaschine? Zeitportalmaschine, genau. Denn sie erzeugt ein Zeitportal. Aber wohin? Nein! Was? Na klar, die Zwischenzeit. Der türkise Tunnel, wie ihn die Experten bekanntlich nennen. Und jetzt die Masterfrage. Wie schaltet man das Ding ein? Einschalten? Aber... Na los, diskutiert miteinander. Das da vorne müsste der Tachyonentank sein. Ja. Die Milchflasche mit der Fahrradpumpe? Man bräuchte eine Substanz, die Tachyonen imitiert. Dem Geruch nach zu urteilen, war da mal Feta-Käse drin. Und man müsste die Düsen so justieren, dass sie sich auf die dünnste Stelle in der Raumzeit konzentrieren. Mit einer 4D-Brille könnte man so ein Portalpotenzial erkennen. 4D-Brille, Feta-Käse. Noch was? Sie haben doch nicht etwa vor, ein Portal in die Zwischenzeit zu öffnen, oder? Warum denn nicht? McChronicle hat gesagt, das sei zu gefährlich. Es könnte die gesamte Raumzeit perforieren. Ach, papalapap. Probieren geht über Studieren. Wer nichts probiert, kann nur verlieren. Kommt das in der Klausur? Ja, kommt's. Okay. So, Kinder, es wird Zeit, den Stoff zu wiederholen. Was benötigt man nochmal, um ein Zeitportal zu öffnen? Eine 4D-Brille, um dünne Stellen in der Raumzeit aufzuspüren. Die besteht aus buntem Glas und einem Brillengestell. Nein. Genau, Hildi. Irgendetwas, das Tachyonpartikel emittiert. Volle Punktzahl. Ich bin stolz auf euch. Sie können mit dieser Professornummer aufhören. Wir sind die cleveren Kids. Schon vergessen? Natürlich seid ihr das. Immerhin habt ihr beim Besten gelernt. Professor Rufus! Rufus! Oh Mann. So, also wir können hier draus. Sie sind hübsch, sie sind bunt und was noch wichtiger ist, sie sind kein Teil von irgendeinem dämlichen Mosaikpuzzle. Können uns daraus also was basteln. So, Kind, was? Eine, die besteht... So. Wer kann mir sagen, was das hier ist? Schrott? Entweder das oder es ist eine 4D-Brille. Nein, es ist Schrott. Sie ist ja auch noch nicht fertig, okay? Genau. Ja, guck mal, ich habe Eimer mit Öl. Wer kann mir sagen, was das hier ist? Ein Eimer. Nicht vielleicht ein Hilfsmittel, um Zeitportale zu erzeugen? Ganz sicher. Verdammt. Und also nicht aus dem Öl. Feta-Käse. Ein bisschen Öl kann nie schaden. Allerdings. Okay. Gut, was kann ich denn vielleicht? Kann ich die hier mit dem Öl ärgern? Willst du mal was Tolles sehen? Hey. Stör ihn nicht. Wann merkt er denn, dass ich den da stören will? Cool. Und? Kommst du jetzt mit? Ich kann den Sinn darin nicht erkennen. War das ein... Guck mal, Gohl, ich habe einen Eimer mit Öl. Irgendwie bezweifle ich, dass sie mir dabei helfen wird. Das hier kann ich halt auch nicht mitnehmen. Ach, herrje. Sie könnte ruhig... Vielleicht hat sie... Es hat doch bereits das alte Brot bekommen. Verwöhntes Biest. Ja. Der braucht keine Hilfe. Nicht. Vielleicht, Der braucht keine Hilfe. Der schafft das. Es hat doch bereits das. Nein. Stuhl. Dafür brauche ich nur. Und einen ungewohnten Anfall von Ordnungsliebe. Ja. Stuhl. Aha. Aha.
Da hat doch jemand in meiner Klasse Kaugummi gekaut. So und geht das nicht. Abgegeben, außer sein frisches Pausenbrot. Das hagelt Hausaufgaben. Genau. Kann ich damit? Der Kaugummi ist schon viel zu alt. Und überhaupt, bunte Glasscherben mit Kaugummi kleben. Das ist doch total unrealistisch. Ja, hast du ein bisschen Öl kann nicht. Allerdings ist... Okay. Sonst haben wir hier drin... Alles wieder normal. In den üblichen Grenzen. So. Hier oben. Lieber den Krempel in der Hand, als denselben Krempel auf dem Dach. Gut. Gibt's auch sonst nichts, ne? Wir können hier noch... Okay. Weg mit dem Zeugs. Ja. Lieber den Krempel... Ich hab keine Ahnung. Lieber den... Das würde best... Was ich jetzt getan habe. Das würde best... Irgendwo habe ich jetzt Öl hingekippt. Wir sind hier. Wo führt denn das Rohr hin? Hier, da ist jetzt Öl. Ah. Wenn ich jetzt also... Dann müsste das Viech ausrutschen, ne? Nicht. Ah. Das ist aber nicht lustig. So. Ich gehe mal da hoch. Und mit dem Kaugummi irgendwas. Der Vogel. Ist das ein Kaugummi? Oh, Junge, 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 Junge. Ich merke gerade, dass ich einen Mordskohldampf habe. Aber der Tabak ist so gut. Ja. So lecky, schmecky, fantastik, hecky. Ja. Ein Jammer. Wo sind die Nikotin-Kaugummis, wenn man sie mal braucht? Lieber nicht. Ich dachte, ich kann vielleicht sein Brillengestell. Das ist noch kein Fall für den Aschenbecher. Bemerkenswert. Das hier vielleicht? Aber ich habe ein Kaugummi und da ist Nikotin drin. Hm. Wird schon passen, oder? Ja. Ja, ist ein Nikotinkaugummi. Nikotinkaugummi? Oh, Junge, 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 Junge. Ich merke gerade, dass ich einen Mordskohldampf habe. Warte, ich setze nur meine Beißerchen kurz wieder ein. Aha, setz doch lieber die Brille ab. Fantastisch. Haftcreme. Sonst haben wir hier aber nichts, ne? Kann ich mit der Haftcreme? Aha. Da ist es wieder. Das angenehme Gefühl klebriger Glasscherben in den Manteltaschen. Ja. Da ist es wieder. So. Aber ich brauche halt noch irgendwas. Und Schlag! Igitt, was ist das? Meine Schleimhäute schwellen an. Anaphylaktischer Schock. Das ist meine Ziegenhaarallergie. Meine Augen brennen. Oh, ah. Igitt. Bravo. Du hast endlich etwas getroffen. Mein Komikzentrum. Ja, Tierquälerei ist das. Also wirklich... Kann ich jetzt... Bom, 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 bom! Ich präsentiere die 4D-Brille. Macht potenzielle Zeitportale sichtbar. Quadriert die Kinoeintrittspreise. Haha, aber wo ist eigentlich jetzt... Hey, Finger weg von unserem Schrottball-Trainingssack. Wie ich schon sagte, das ist eine Ziege. Was denkst du, wo das Meckern herkommt? Von meiner Frau natürlich. Die behauptet auch immer, meine Sportgeräte seien Tiere. Nonnen oder Nachbarskinder. Aber wie bitteschön sollten Ziegen zu uns in den Unterwasserpalast kommen? Da bin ich überfragt. Okay, mal angenommen, es ist keine Ziege. Dürfte ich dann mal kurz euren Trainingssack melken? Na klar, bedien dich, aber sei vorsichtig. Manchmal beißen sie. Ja. Okay. Feta-Käse. Ja. Ich hab genug. Ich will nicht mehr. Auch das ist eine wichtige Lektion. Wer aufgibt,
hat schon verloren. Genau. Ach, halt die Klappe! Ja, aber wer nicht anfängt, der kann auch nicht verlieren. So. Guck mal, jetzt haben wir Feta-Käse. Wer kann mir beantworten, warum es eine gute Idee ist, Feta-Käse in den Tank zu füllen? Bestimmt haben sie eine 4D-Brille gebaut und erkannt, dass der Käse Tachyon imitiert, richtig? Falsch. Dann war es eine Fangfrage. Denn es ist in Wirklichkeit gar keine gute Idee. Richtige Antwort. Wer kann bestimmt... Gut, aber... Recht. Aber ich habe eine 3D-Brille. Wer kann mir sagen, was das hier ist? Soll das etwa eine 4D-Brille sein? Es ist eine 4D-Brille. Ist das da buntes Fensterglas? Nicht anfassen. Das ist ein hochsensibles, wissenschaftliches... Ja. Genau. Ich präsentiere die 4D-Brille. Macht potenzielle Zeitportale sichtbar. Quadriert die Kinoeintrittspreise. Ich sehe eine Art Ring. Das muss eine Stelle sein, an der die Dimensionsmembran zur Zwischenzeit besonders dünn ist. Nicht dünner als deine Herleitung, Nerdo. Genau, Hildi. Es ist inmitten der Maschine. Oh, gut. Dann müssen wir ja gar nichts mehr kalibrieren. Wir brauchen nur noch... Fortuna hat die Seiten gewechselt. Jetzt sind die Dummen vollends am Arsch. Wir brauchen jetzt nur noch was dafür. Es riecht nach Feta-Käse. Ein Profi-Wissenschaftler meines Schlages benötigt keine weiteren Anhaltspunkte, um zu wissen, was nun zu tun ist. Dann scheint ja doch. So, aber das sehen wir erst in der nächsten Folge von Deponia. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und sage Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Bye, bye.